Ja, ich wollte nur, möchte nur, bevor ich Raum gebe für die Frage natürlich, noch etwas lesen von diesem sehr interessanten Text, der eben die fast die Einführung zum Grundriss der peruanischen Skepsis bildet. Sie können auch etwas Interessantes finden über die Prinzipien der Skepsis, eben am Ende von Seite 95. Er spricht über die Objektive, über die Ziele der Skepsis und sagt, das motivierende Prinzip der Skepsis nennen wir die Hoffnung auf Seelenruhe. Denn die geistig Höherstehenden unter den Menschen, beunruhigt durch die Ungleichförmigkeit in den Dingen und ratlos, welchen von ihnen man hier zu stimmen solle, gelangten dahin zu untersuchen, was wahr ist in den Dingen und was falsch, um durch die Entscheidung dieser Frage Ruhe zu finden. Das Hauptweisprinzip der Skepsis dagegen ist, dass jedem Argument ein gleichwertiges entgegensteht. Von ihr aus nämlich glauben wir schließlich dabei zu enden, dass wir nicht dogmatisieren. Das auch kann interessant sein. Wenn wir sagen, ob der Skeptiker dogmatisiert, wenn wir sagen, dass der Skeptiker nicht dogmatisiere, dann meinen wir nicht jede Bedeutung von Dogma, in der einige Dogma ganz allgemein die Billigung irgendeiner Sache nennen. Denn der vorstellungsmäßig auf gezwungenen Erlebnissen stimmt der Skeptiker zu. Wenn ich zum Beispiel warm oder kalt ist, so würde er nicht sagen, ich glaube, mir ist nicht warm bzw. kalt. Vielmehr behaupten wir, nicht zu dogmatisieren in dem Sinne, in dem einige Dogma die Zustimmung zu irgendeiner der in den Wissenschaften erforschten verborgenen Sachen nennen. Denn keinen der verborgenen Dinge stimmt der Pyrrhonäer zu. Dann, wir können die Reaktion an den Kontext, dann werde ich natürlich Zeit geben für die Fragen, aber das ist interessant. Das ist interessant, das ist wie eine Synthese des Prozedere des Skeptiker auf der Seite 99. Was das Ziel der Skepsis ist. Es wird gesagt, Sextus sagt, im Anschluss hieran wäre auch das Ziel der skeptischen Schule zu behandeln. Das Ziel ist dasjenige, um dessen Willen alles andere getan oder gedacht wird, es selbst dagegen um keines anderen Willen oder das Äußerste alles Erstrebten. Wir sagen nun, bis jetzt sei das Ziel des Skeptikers die Seelenruhe in den auf dogmatischen Glauben beruhenden Dingen und das maßvolle Leiden in den auf gezwungenen. Denn der Skeptiker begann zu philosophieren, um die Vorstellungen zu beurteilen und zu erkennen, welche wahr sind und welche falsch, damit er Ruhe finde. Das heißt, es ist einfach eine Person, welche die Wahrheit finden will. Das heißt, ganz formell gesehen. Ganz abgesehen von bestimmten Inhalten, Bereichen, das ist nicht so wichtig. Das heißt, es ist eine Person, der auf der Suche ist. Dann sagt er, dabei gerät er in den gleichwertigen Widerstreit und weil er diesen nicht entscheiden konnte, hielt er inne. Als er aber innehielt, folgte ihm zufällig die Seelenruhe in den auf dogmatischen Glauben beruhenden Dingen. Wer nämlich dogmatisch etwas für gut oder übel von Natur hält, wird fortwährend beunruhigt. Besitzt er die vermeintlichen Güter nicht, glaubt er sich von den natürlichen Übeln heimgesucht und jagt nach den Gütern, wie er meint. Hat er diese erworben, gerät er in noch größere Sorgen, weil er sich wider alle Vernunft und über alles Maß aufregt und aus Furcht vor dem Unschwung alles unternimmt, um die vermeintlichen Güter nicht zu verlieren. Wer jedoch in Sicht der natürlichen Güter oder Übel keine bestimmten Überzeugungen hegt, der meidet oder verfolgt nichts mit Eifer, weshalb er Ruhe hat.
Also das ist der entscheidende Punkt. Wer sucht, ist dazu ist gefoltert von der Suche selbst und von der Zweifel, von der Angst, dass er falsch liegt oder umgekehrt oder dass er dementiert werden kann. Aber die Skeptiker sagen, wer jedoch in sich die der natürlichen Güter oder Übel keine bestimmten Überzeugungen hegt, der meidet oder verfolgt nichts mit Eifer, weshalb er Ruhe hat. Dann geht er weiter und sagt, dem Skeptiker geschah dasselbe, was von dem Maler Apelles erzählt wird. Dieser wollte, so heißt es, beim Malen eines Pferdes dessen Schaum auf dem Gemälde nachahmen. Da sei ihm so misslungen, dass er aufgab und den Schwamm, indem er die Farben vom Pinsel abzuwischen pflegte, gegen das Bild schleuderte. Als dies auftraf, habe er eine Nachahmung des Pferdeschaumes hervorgebracht. Auch die Skeptiker hofften, die Seelenruhe dazu zu erlangen, dass sie über die Ungleichförmigkeit der erscheinenden und gedachten Dinge schieden. Da sie das nicht zu tun vermochten, hielten sie inne. Als sie aber innehielten, folgte ihnen wie zufällig die Seelenruhe wie der Schatten den Körper. Freilich glauben wir nicht, dass der Skeptiker vollkommen unbelästigt bleibe, sondern wir sagen, dass er von den aufgezwungenen Dingen belästigt werde. Denn wir räumen ein, dass er manchmal Frieren und Durst haben und ähnliche Dinge erleide. Aber selbst in diesen Dingen werden die Laien von doppeltem Ungemacht bedrängt, sowohl von den Empfindungserlebnissen selbst, als auch nicht minder von dem Glauben, dass diese Ungemacht von Natur übel sei. Der Skeptiker dagegen räumt den beigemengten Glauben, dass jede dieser Dinge von Natur übel sei, beiseite und kommt daher selbst in diesen Dingen mäßiger davon. Deswegen also nennen wir das Ziel des Skeptikers Seelenruhe in den auf dogmatischen Glauben beruhenden Dingen, in den auf gezwungenen dagegen maßvolles Leiden. Einige namhafte Skeptiker haben außerdem noch die Zurückhaltung in den Untersuchungen hinzugefügt. Und dann geht er weiter mit den Tropen, das heißt mit diesen Beispielen, die uns verdeutlichen sollten, dass für jede These wir eine Antithese finden können, dass wir Argumente für und contra finden können, so dass wir, wenn wir die Dinge richtig analysieren, wirklich zur Zurückhaltung uns gezwungen sehen sollten. Ich werde das natürlich vorlesen, aber zuerst möchte ich, da ich jetzt ziemlich lange Zeit gesprochen habe, Ihnen sich fragen, ob das Fragen oder Unklarheiten mittlerweile aufgetaucht sind. Das ist der Kernpunkt des Skeptizismus. Da natürlich gibt es viele, viele Aspekte. Aber formell gesehen, das ist der Kernpunkt im Sinne, wir suchen etwas, die Suche ist umsonst. Es ist richtig, dass es umsonst ist. Und weil auch die Zurückhaltung, die davon kommt, zur Seelenruhe, deswegen zum Glück, uns leiten kann. Das ist die Logik, sozusagen. Dann aber, natürlich, Sextus prozediert weiter und versucht zu beweisen, dass wir die Wahrheit nicht erreichen können, dass wir die Gewissheit nicht erreichen können und so weiter und so weiter. Es gibt, das heißt, das ist besetzt sozusagen den Rest dieses Buches. Und Sextus hat auch anderes geschrieben gegen die Wissenschaftler. Dieses Buch ist aus drei Büchern entstanden und damals hat er auch 11 Bücher gegen die Wissenschaftler geschrieben. Aber bevor ich ein bisschen mehr diese Tropen, das heißt diese Weisen zur Notwendigkeit der Zurückhaltung beschreiben, möchte ich eben Ihnen das Wort geben. Und, ich bin ein bisschen verwirrt, weil das ist ja genau die Anleitung zum Unglücklichsein. Was ist Wahrheit? Keiner kann das sagen. Die Wahrheit ist meine Wahrheit, wie ich sie sehe, und das ist von jedem von uns so. Jeder kann ja nur seine Wahrheit haben. Man muss halt natürlich Kompromisse schließen, aber das ist die Anleitung, dass man total unglücklich wird eigentlich. Und mir fehlt eigentlich
die Hoffnung, der Lichtblick in dem Ganzen. Wo liegt der jetzt? Weil die Wahrheit, die haben es vor uns nicht gefunden und das suchen wir alle da miteinander. Das kann es nicht geben, ganz einfach. Meine Meinung, aber weil eben jeder eben seine eigene Wahrheit ja nur sieht und wahrnimmt. Und sonst hätten ja alle Rechtsanwälte und jede Ungerechtigkeit war ja da nicht vorhanden auf der Welt, die das sagt. Also da wäre es natürlich einfacher, aber so ist es also. So sehe ich es. Ja, ja. Würde mich interessieren, wie. Ja, vielleicht soll ich zuerst sagen. Ja, das Problem ist so, das heißt, dass die Skeptiker aus dem Punkt, vom Punkt ausgehen, dass die Suche nach einer, dass man eigentlich angetrieben wird von Natur aus von der Suche nach einem Fixpunkt. Das heißt, von bestimmten Inhalten, welche uns eine Interpretation der Wirklichkeit, der Ethik geben können. Und das ist für sie die Quelle von der Beunruhigung. Ist die Quelle der Beunruhigung, denn sie die Skeptiker, denken, praktisch immer auf der Ebene des Erlebnisses, der Erfahrung. Man soll diesen Blickpunkt nicht aus den Augen verlieren. Das heißt, die sagen, in der Erfahrung von jedem von uns, in dem Erlebnis von jedem von uns, im Leben von jedem von uns, wird es früher oder später vorkommen, verfallen, dass das, was wir geglaubt haben, das, was wir identifiziert haben, in Abrede gestellt werden wird von bestimmten Gegenargumentationen. Das kann betreffen ethische Voraussetzungen, wenn Sie zum Beispiel der letzte von den Tropen von Ines Ideen sehen, der 10. Tropus. Dieser 10. Tropus ist sehr wichtig in der Geschichte der Philosophie, weil es betrifft die Absolutheit der Ethik, die Absolutheit einer bestimmten Ethik, kann betreffen auch die Erkenntnis, die Wahrnehmung, kann betreffen die Sinnesangaben, die alles, was uns dazu bewegt zu sagen, die Wirklichkeit oder die Ethik, die Moral sind so und so und Schluss. Und es ist Auffassung, es ist Meinung der Skeptiker, dass das Erlebnis, das wir machen werden in unserem Leben, früher oder später uns verurteilen wird, diese solide Fassungen in Abrede zu stellen. Das heißt, wir werden konfrontiert mit etwas, das uns. Ja? Gut. Entschuldigung, bitte, du hast auch noch mal Zahl mit da oben. Ja, dass wir früher oder später eben, dass wir schon, als Anfangspunkt, wenn wir eine These annehmen, werden uns zur Beunruhigung verurteilen, weil wir automatisch denken, Angst haben werden, Angst bekommen werden, dass die These, die wir angenommen haben, dementiert werden kann. Das heißt, die Annahme von einer These, bestimmten These, abgesehen vom Bereich, das heißt, lassen wir den Bereich, das heißt, wir werden sehen, dass dann die Tropen verschiedene Bereiche des Lebens, der Erkenntnis, der Wahrnehmungsangaben betreffen, aber lassen wir beiseite den Bereich. Dass die Annahme von einer These uns zur Beunruhigung verurteilt, weil wir Angst bekommen werden, dass diese These dementiert wird. Dementiert wird von den Tatsachen, von Erlebnissen, von Erfahrungen, von Gegenargumentation und so weiter. Das heißt, wenn wir den Weg der Suche der Wahrheit einschlagen und
treu bleiben wollen, der diese Suche der Wahrheit, verurteilen wir sofort, verdammen wir sofort zur Beunruhigung. Und man muss nicht vor Augen, man darf nicht vor Augen verlieren, dass Beunruhigung der Seele ist für den Hellenismus die Quelle, der Quell von Unglück. Deswegen ist es so wichtig für Sie, zu sagen, wir müssen das eliminieren, denn sonst können wir das Glück nicht erreichen. Wo ist die Erkenntnis? Bitte? Wo ist die Erkenntnis? Für Sie gibt es keine Erkenntnis. Für Sie gibt es nur die... Wir werden... Das ist wie ein religiöses Für Sie ist es so, das heißt, die Skeptiker denken, man könnte sagen, eher konservativ in diesem Sinne. Da es nicht möglich ist, dass die Umstände, das ist die zum Beispiel religiösen Umstände, ethischen Umstände, in welchen wir leben, dass es nicht möglich ist, bessere sozusagen Argumentationen zu finden gegen diese die Umstände, in welchen wir uns befinden, sollen wir die Umstände, in welchen wir uns befinden, akzeptieren. Das heißt, sie sind in dieser Sinne, die pyrrhonische Skeptiker, das unterscheidet die neue Akademie, die Skeptiker der neuen Akademie denken anders. Aber die pyrrhonische Skeptiker, das heißt, die wir jetzt im Moment in Angriff nehmen, denken auf diese Art und Weise. Das heißt, da es unmöglich ist, eine Erkenntnis zum Beispiel der Werte zu bekommen, der Mann ist dazu verurteilt, dass immer wieder Gegenargumente für meine Suche sich erforscht haben werden. Da es nicht möglich ist, muss sich sowieso sozusagen die bestehenden Werte akzeptieren, passiv akzeptieren, ohne diese Werte als zu verabsolutieren. Aber ich muss sie sofort sowieso akzeptieren, denn sowieso das, was ich auch finden würde, das, was ich auch elaborieren würde, arbeiten würde auf der moralischen, gesellschaftlichen, auch politischen Ebene, könnte keine Garantie mehr erweisen, dass das, was ich gefunden habe, besser ist als das, was ich als die Umgebung, in welcher ich mich befinde. Die Skeptiker der neuen Akademie, die Skeptiker des Pyrrhonismus, ein geschlossener Sexual Empiricus, denken eher konservativ auf diese Art und Weise. Das heißt, man muss die bestehenden Zustände akzeptieren. Aber nicht, weil sie wahr sind. Weil ich, auch wenn ich etwas anderes vorschlagen würde, könnte ich nicht beweisen, dass das besser ist. Passiv akzeptieren, sozusagen. Aber gerade das Skeptiker stellt es doch immer wieder in Frage. Der tut es ja selber hart so schön, ne? Weil, das ist wahr, das heißt, es ist wahr, dass dann Skeptizismus andere Bedeutungen bekommen hat. Das heißt, Skeptizismus ist eigentlich, wie ich sozusagen angekündigt hatte am Anfang, mehr als Skeptizismus, mehr als Pyrrhonismus. Es ist etwas, das in den verschiedenen Autoren der Geschichte der Philosophie sich verbreitet hat, Entwicklungen kennengelernt hat und dann in den verschiedenen von anderen Faktoren beeinflusst worden ist. Das heißt, zum Beispiel Montaigne kann auch als Skeptiker gelten, aber da natürlich eine andere... Ja, aber hat natürlich andere Probleme in den 16. Jahrhundert als die Skeptiker vom Hellenismus. Dass jede Zeit ja ihre eigenen Probleme hat. Schwierig. Ja, natürlich. Das von dem, was der Höhlenmensch kommt, die haben wir heute nicht mehr. Wir haben halt wesentlich mehr. Ja, natürlich. Skeptizismus kann auch eine... Das muss man ja auch einmal ablegen können. Ne? Ja, natürlich. Das heißt, Skeptizismus dann hat auch zum Beispiel in der Frankfurter Schule den Begriff von... Mir fällt dieser Lebenssinn, die Fröhlichkeit, das ist ein bisschen schwermütig. Ist es schon? Ja, das ist wahr, aber das ist nicht nur. Ja, das ist wahr, aber das ist nicht reserviert.
Ja, aber das ist nicht das, sozusagen vorbehalten den, den Skeptikern von Hellenismus. Es ist auch die Stoiker ist es so. Auch für die Stoiker ist es so. Das Glück ist Abwesenheit von Unglück. Das ist schon relevant, wenn man das Glück nicht im positiven Sinne definiert, sondern nur als Abwesenheit von Unglücksfaktoren. Keine der Philosophien von Hellenismus ist eine Philosophie der Freude, der Lebens, der Fröhlichkeit oder der, auch der Aktivität, so könnte man sagen. Es ist nicht eine, zum Beispiel eine aristotelische Perspektive, es ist völlig anders. Die Ethik und auch die Definition von Glück. Aber das ist gemeinsamer Gedankengut von Hellenismus. Betrifft nicht nur die Skeptiker. Es ist nicht nur etwas, das die Skeptiker gedacht haben. Auch die Epikureer sind so. Und auch die Stoiker. Das heißt, keine von diesen Philosophien beweist Enthusiasmus für das Leben. Begeisterung für das Leben. Das ist Fehlanzeigen in Hellenismus, würde ich sagen. Es ist eher melancholisch, würde ich sagen, ja. Das ist wahr. Das stimmt. Sie wollten vielleicht etwas. Nein, ich wollte nicht sagen. Ja, ich wollte nur sagen, dass diese Skeptiker sind an und für sich, haben sich eine so Philosophie angeeignet, die sie glücklich leben lässt, eigentlich nicht. Wenn man ein triviales Beispiel ergibt, so, wenn ein Skeptiker nach der Suche nach der Wahrheit wäre, ob sich die Sonne um die Erde dreht oder umgekehrt, dann kommt er bald drauf, dass er das nicht beweisen kann und die Wahrheit nicht finden wird. Und daher kriegt er die Seelenruhe nicht und braucht es nicht. Er braucht die Wahrheit nicht. Der weiß, er wird sie nicht beweisen. Ja, in der Tat dann zum Beispiel die. Die sind zum Beispiel. Ja, das reicht ihm ja. Sagt ihr ja. Okay, das reicht nicht. Ihnen würde es ja auch reichen, wenn Sie vor dem Jahr 1000 gelebt hätten. Na ja, gut, das ist das ja ist das. Nicht, man lebt in der Zeit. Sie wissen vor dem Jahr, na eben. Aber die Epoche. Darum kann man ja das. Aber die Skeptiker nicht. Ja, das heißt, das, zum Beispiel, der Verzicht als Programm, als Grundsatzprogramm, das Verzicht auf die Wahrheit, jetzt, was das zum Beispiel Nietzsche sehr gefallen ist. Das heißt, Nietzsche hat immer von den Skeptikern eingeschätzt, dass sie gesagt haben, gut, Ende mit dieser Suche nach der Wahrheit. Warum diese Suche nach Wahrheit und Falschheit? Also er beginnt so, jenseits von Gut und Böse. Aber warum diese Wahrheitsanspruch? Warum diese ständige Suche nach der Wahrheit? Und dann Nietzsche hat dazu, das heißt, das benutzt, um seine eigenen Zwecke. Aber das ist etwas, das zum Beispiel auch wieder aufgegriffen worden ist von den Skeptikern. Was mir auffällt, ist, dass ein Wort, das hier vorkommt im letzten Text, der bisher noch bei keinem Philosophen war, nämlich das Wort zufällig. Ja. Und wenn es wirklich ein Zufall nur ist, dann hat es mit dem Prozess des Suchens, mit dem, was vorher ist, vor diesem Moment, nichts zu tun, die Zufälligkeit eigentlich. Wenn es ein mathematischer Zufall wäre. Wenn es aber nicht zufällig gemeint ist, sondern nur wie zufällig, steht ja wie zufällig, es ist aber eigenartig, dass, wenn das wirklich so ist, der Text, also, dass gerade das hier verwendet wird, wie zufällig, gerade gesehen wird, das heißt also, entweder dreht sie automatisch ein, in dem Fall ist das so gemeint, endet jede Suche nach der Wahrheit, in der Segnung und es tritt dann immer dieser Zufall. Nein, ich glaube, ob es ein ja. Zufall wäre bei diesem Beispiel, das ist es ja, aber nicht verständlich. Ja, nein, persönlich denke ich, dass es das zusammenhängt mit der Konzeption von Erlebnis bei den Skeptikern. Das heißt, die Sachen, die praktisch in der Rekonstruktion von Sexus, ist es so, dass wenn man diese Suche nach Wahrheit macht, als Erlebnis, als persönliche Erfahrung, kann das bekommen. Das heißt, dass man
zurückhält und sich von der Suche der Wahrheit zurückhält, zurückzieht, weil eben zufälligerweise, dass er als ein Erlebnis, das nicht so bestimmt ist, vorausbestimmt ist, aber als etwas, das verfallen kann, man wird sehen, dass bestimmte Argumente für eine bestimmte These sprechen, aber kann auch ihm passieren, dass er nicht zufrieden ist, das heißt aus welchem Grund auch immer, und dass er akzeptiert, dass er auch bestimmte Argumente für die gegensätzliche These. Aber das ist zu sehen auf der Ebene des Erlebnisses, auf der Ebene des persönlichen Erfahrungen. Deswegen, es ist irgendwie zufällig. Es ist ein Erlebnis, nicht ein System. Es ist ein Erlebnis. Es ist eine Frage von Erlebnis. Von Erlebnis. Es gibt Personen, die das machen, die dieses Erlebnis haben. Aber es ist nicht aus denen, die das passiert. Sonst würde es nicht die Dogmatiker geben. Das heißt, am Anfang hat es jetzt gesagt, es gibt die Dogmatiker, die sagen, Wirklichkeit sei so und so, Erkenntnis sei erreichbar und so weiter und so weiter. Wir sind nicht so. Es kann sein, dass man ein Dogmatiker wird, es kann aber auch sein, dass man kein Dogmatiker wird. Aber da herrscht sowieso ein gewisser Grad an Zufall. Denn es ist ein Erlebnis. Ein Erlebnis. Ein Erlebnis, das jede Person macht und das, wie jede Erlebnis, verschiedene Ausgänge haben kann. Verschiedene Resultate, Ergebnisse. Das ist der Punkt, meiner Meinung nach. Das Konzept Erlebnis ist wirklich sehr, sehr wichtig bei den Skeptikern. Und die Tropen, die folgen, kann man sehen, wie sie eben in den verschiedenen Tropen, die 10 Tropen von Agrippa, die 5 Tropen von 10 Tropen von Nesidem, Entschuldigung, die 5 Tropen von Agrippa, Sie können sehen, wie diese Tropen in den verschiedenen Bereichen, in den verschiedenen Kontexten immer dazu tendieren zu sagen, es kann keine Gewissheit herrschen bezüglich der Wahrnehmung, bezüglich der Erkenntnis, bezüglich der Angabe, die wir erreichen. Das heißt, das, was wir erreichen, ist sowieso Falsifizierung ausgesetzt. Kann falsifiziert werden und wird auch falsifiziert. Deswegen der Weg muss sein, Weg mit der Absolutheit Anspruch zur Wahrheit. Interessant ist, dass Sie sagen, dass Sie negativ sozusagen beurteilen den Anspruch auf die Wahrheit. Das heißt, Sie sagen nicht, es ist gut, das ist etwas, das diese Suche nach der Wahrheit, das Streben nach der Wahrheit, etwas, das als positiv beurteilt werden sollte. Zum Beispiel gibt es bei Lessing so, dass Lessing sagte immer, Gott, wenn Gott mir geben würde die Wahrheit oder die Suche nach Wahrheit, würde ich die Suche nach Wahrheit suchen, das heißt wählen. Das heißt, die Suche nach der Wahrheit, die Möglichkeit, auch ohne dass man die Wahrheit notwendigerweise finden muss, ist sozusagen zu bevorzugen der Wahrheit, geschenkt werden mit der Wahrheit. Ja, hier ist nicht der Fall. Ja, Sie sagen, Sie sehen wirklich einfach schlicht und einfach die negativen Aspekte für die Seelenruhe, welche von der Wahrheitssuche repräsentiert werden. Das ist der Punkt. Ich weiß nicht, ob es andere Fragen gibt. Ich sehe leider, dass wir fast mit der Zeit zu Ende sind. Ich weiß nicht, was wir machen möchten, ob wir anderswo
leider nicht die in den Sälen von der Volkshochschule, denn es gibt keinen Saal heute zur Verfügung, versetzen möchten, oder das ist ein Problem im Moment. Es ist aber schade, denn es gibt so vieles noch zu diskutieren und zu verdeutlichen. Es ist sehr, sehr groß, das Argument. Normalerweise ist es so, dass mir immer konzentriert worden ist, ab 6 Uhr oder ab 19 Uhr, so dass ich nicht diesen Albtraum, ich habe immer gebetet, bitte geben Sie mir am Ende des Tages, so dass ich ein bisschen mehr sprechen kann. Aber diesmal, die haben anders entschieden. Ich weiß nicht, welche Lösung wir finden könnten. Wenn es andere Fragen gibt, stehe ich natürlich zur Verfügung. Die neue Akademie ist anders, weil die neue Akademie grundsätzlich ausgeht von einer Kritik an die Stoiker. Das heißt, sie wollen in Abrede stellen die Auffassung der Stoiker, dass wir unter gewissen Umständen sichere, gewisse vertrauenswürdige Sinneseindruck haben können. Und die Philosophen der Neuen Akademie haben das in Abrede gestellt und haben gesagt, nein, das ist nicht der Fall. Wir können nicht eine Wahrnehmungen, Sinneseindruck haben, welche nicht dementierbar wären. Absolut sicher sind. Wir können immer Beispiele finden, und sie finden viele Beispiele in der Mythologie, dafür, dass das, was wir erfahren, eigentlich ein Traum ist oder ein Betrug der Wirklichkeit. Wir können nicht sagen, wenn die Sinne, ein Sinneseindruck, eine Wahrnehmung diesen Konditionen, Bedingungen antwortet, auf diese entspricht, dann ist es sicher. Nein. Sie können sagen, nein. Wir werden niemals die absolute Gewissheit haben, dass etwas mit bestimmten oder mit bestimmten Bedingungen sicher gewiss ist. Die sind ausgegangen von einer Polemik gegen die Stoiker. Und die haben erarbeitet, deswegen werden auch sie nicht als Skeptiker von Sextus Empiricus, der später lebt, anerkannt. Und die haben ein System elaboriert, in welchem, obwohl es uns nicht gestattet ist zu sagen, das ist sicher, das ist gewiss, nichtsdestotrotz wir Argument haben können, um zu sagen, das ist glaubhaft oder das ist glaubhafter als etwas anderes. Das heißt, sie sagen nicht wie die Skeptiker, die pyrrhonischen Skeptiker, wir können immer finden gleiche Argumente für und dagegen, wenn wir die Lage analysieren. Nein, sie sagen, nein, es ist immer möglich oder es ist möglich, dass wir eine These glaubhaftere als die andere erachten. Ihr System ist hier anders als das von den Skeptikern. Das heißt, sie haben nicht eine ganze Theorie erarbeitet über das Erlebnis, das wir machen, über die Erfahrungen, über die Seelenruhe. Sie haben nicht diese ethische Grundlage auf der Basis ihres Denkens gesetzt. Sie sind grundsätzlich von einer Kritik an die Stoiker ausgegangen. Das heißt, Gewissheit gibt es nicht. In diesem Sinne sind sie ähnlich den Skeptikern, den pyrrhonischen Skeptikern. Aber ihre Rahmenbedingungen, ihre Interessensphäre ist kleiner. Ist ausgegangen von einer Polemik. Und unter anderem die Differenz liegt dann darin,
dass die Skeptiker, die pyrrhonischen Skeptiker, nicht akzeptieren würden, dass etwas glaubhafter ist als etwas anderes. Das würden sie ablehnen. Und da die Skeptiker, die pyrrhonischen Skeptiker haben ihre Arbeit eben die Tropen, die für die Wahrnehmung, für die Erkenntnis, die haben abgewiesen, dass es ein Wahrheitskriterium geben kann. Sie würden auch abweisen, dass etwas glaubhafter als etwas anderes ist, denn sie würden sagen, was ist das Kriterium? Wer sagt das? Eine Person, welche glaubwürdiger ist, dann kommt eine andere Person, welche glaubwürdiger als die erste ist, die aber das Gegensätzliche sagt. Das heißt, sie haben wirklich ein System zur Ungewissheit erarbeitet und zum Gleichgewicht von These und Antithese, welche abwesend ist bei der neuen Akademie. Die neue Akademie ist vielleicht auch ausgegangen auch von platonischen Voraussetzungen. Das heißt, die haben gesagt, wir können keine Gewissheit haben über die Sphäre der Wahrnehmung. Das bedeutet aber nicht, dass wir keine Gewissheit haben können über die Sphäre des Intelligiblen. Deswegen habe ich auch diese Texte von Platon in Phaidon verteilt, denn diese Texte können dazu beitragen, zu verdeutlichen, dass schon bei Platon irgendwie skeptische Argumente zu finden sind, bezüglich der Wahrnehmung, das heißt bezüglich der Wahrnehmungsangaben. Das heißt, etwas, das dann von den Skeptikern zu eigen gemacht worden ist. Aber leider, wie gesagt, das Thema ist leider gigantisch. Und die anderen warten schon und leider, wir müssen...